Dieses Video wird präsentiert von Games Island. Hier findest du alles, was das Warhammer-Herz begehrt, zu fairen Preisen. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Herzlich willkommen zur, ich weiß gar nicht, fünfte Folge? Ist es die fünfte Folge schon? Fünfte Folge. Ja. Vom Paint-to-Podcast. Ah, ist so schön alliterationmäßig. Fünfte Folge. Oh ja. Alles mit Perfi. Florian. Wie Florian, ja. Ja, wir sitzen wieder hier. Es ist wieder, heute ist es mal nicht so früh am Montag. Es ist schon so eher so mittags rum. Ja. Wie geht's? Was geht? Was gab? Wie war euer Wochenende? Oh, ich hab quasi einen insane Hobby-Burst gehabt. Mhm. Kommen wir aber später zu, wenn wir um... Oder sind wir schon bei der Hobbywoche angekommen, die jetzt direkt... Ja, es ist doch eigentlich dasselbe, ne? Es ist also eigentlich alles egal, die, ne? Dein Hobby-Moment der Woche! Dein Hobby-Moment das Woche. Also ich hatte einen insane Hobbyburst. Also es war wirklich so, ich habe an meinem Monatsziel gesessen und ich habe mir gedacht, ich mache es quasi wieder so, dass ich die Dark Angels als erstes mache. Letzten Monat hatte ich ja den Blade Guard Lieutenant gemacht. Jetzt sind es ja 5 Thermis. Das wichtigste Modell, den Teleport-Paisener. Ja, das ist wirklich das wichtigste Modell. Das ist absolut und ich habe das gesehen, das ist so absurd wie Mühe beim Teleport-Paisener. Ja. Das macht mich richtig wütend. Weil ich es so witzig fand, weil ich weiß, dass du das so... Ich werde dir noch Drehteller einzeln. Ja, also ja, besonders, du. Der kriegt ja dann auch noch so eine Magma-Base und so. Der wird viel zu gut aussehen für dafür, dass es halt einfach nur ein scheiß Marker ist. Ja, und den kleinen Mann. Und ich habe einfach richtig durchgezogen. Also ich habe einfach jetzt... schon bis auf die Basis alles fertig gemacht. Mhm. Ich konnte nicht mehr aufhören. Das war richtig schlimm. Ich habe die ganze Zeit so auf meinen Tisch gestellt. Das ist übrigens ein mega guter Tipp für alle Leute, die ein bisschen Motivation brauchen. Figuren auf den Tisch stellen. Genau, einfach, also jetzt wirklich, einfach die Figuren, die, an denen man gerade sitzt, einfach auf den Tisch stellen, dass die aber auch so ein bisschen nerven. Mhm. Dass die dich die ganze Zeit so angucken und du weißt, ja, ich weiß, ich muss dich noch fertig machen. Und irgendwann gehst du dann halt einfach hin und bist dann einfach so, ja, scheiß drauf, ich mache euch jetzt fertig, wenn ihr mich so anguckt und Man könnte die so in der ganzen Wohnung verteilen, man könnte auch welche in den Kühlschrank stellen und so. Es gibt doch immer so Videos mit, ich habe 150 kleine Enten in der Wohnung meiner Eltern versteckt. Ja. Einfach so. Ich habe 150 Jeans-Zieder-Neophyten in der Wohnung von mir versteckt. Ja. Jedes Mal, wenn du einen findest, musst du ihn anmalen. Ja. Ja. Und ja, ich bin total zufrieden. Es sieht richtig gut aus. Ich habe zwar ein bisschen Angst, dass ich niemals eine ganze Armee draus schaffen werde, weil die dann halt doch echt viel Arbeit sind. Mhm. Aber der Grundstein ist gelegt. Ich habe Bock. Und ja, das ist richtig cool. Nice, ne? Ja, das habe ich im Endeffekt geschafft. Ansonsten habe ich, glaube ich, gar nichts anderes geschafft. Doch, ich habe noch ein Modell angemalt. Mhm. Das war für Pen and Paper. Okay. Du guckst mich so an, Genie. Warum guckst du mich so an? Weil du in deinem Pulli ein Kashi-Haar hast. Aber es ist so kurz. Ja, aber es ist rot. Es ist Kashi. Das ist nicht mein neues Rot. Genie, erzähl von deinem Hobby-Moment das Woche. Ja. Mein Hobby-Moment das Woche. Mensch, was für ein Haar da drin ist. Mein Hobby-Moment das Woche. Ja, das Problem ist, dass ich Donnerstag krank geworden bin und deswegen, man hört es auch noch so ein bisschen, deswegen so Donnerstag und Freitag und Samstag jetzt nicht so viel los war. Ich war richtig enttäuscht. Aber das hebe ich mir noch für den Hobby-Flop der Woche auf. Was habe ich gemacht? Ich habe mit meinen Necrons angefangen, bin da auch schon mal, habe so schon mal so den ersten Nervschub wegbekommen und ich glaube, so ein Hobby-Moment der Woche für mich war echt, dass ich gehört habe, dass jetzt auf dem Turnier am Wochenende Custodes mega gut performt haben. Was witzig ist, weil ich hatte ja überlegt, nach Kassel zu fahren. Und ich hätte halt gesagt, ja, okay, Necrons sind noch nicht fertig, ich spiele dann die Custodes. Und alle waren so, nee, noch nicht Custodes. Und bumm, Custodes haben voll performt. Und das war irgendwie so ein bisschen Hobby-Moment der Woche für mich. Weil auch wenn ich gerade nicht viel Ahnung von 40k habe, das habe ich predicted. Weil ich gesagt habe, sind fast alle 5 Punkte billiger geworden. Das ist wahrscheinlich schon richtig gut jetzt für die. Und bumm, 3-mal Top 10 kostet Todes. Boom. Ja. Was war dein Hobby-Moment der Woche? Das war wieder eine Hobby-Woche, ne? Zwar, ja. Ja, bei dir war es wieder. Bei dir war wieder alles. Ich habe ja Tau angemalt. Ich habe überhaupt kein Gefühl mehr so von der letzten Woche, weil es war die ganze Zeit so konstant Tau malen, spielen. Und, ja, ich habe 2000 Punkte Tau angemalt in der Woche. Es war irgendwie, also ich glaube, es war schon irgendwie stressig, aber ich habe irgendwie
beim Panikmalen so eine Transzendenz erreicht. Das ist nicht, also es stresst mich nicht mehr. Ich sitze einfach nur so, ich vegetiere dann so vor mich hin und mache das halt so runter. Irgendwie. Aber ich bin jetzt nicht die ganze Zeit so, oh fuck, oh fuck, oh fuck, ich muss das fertig machen, sondern ich bin dann irgendwie so, naja. Du hast dein Schicksal akzeptiert. Aber sag mal, Ruben, wie ist das jetzt eigentlich? Weil, wann war das? Ich glaube, im letzten Podcast im Dezember war quasi das Learning aus dem ganzen Jahr. Mhm. Bitte, also da hast du gesagt, ich werde nie wieder so eine Armee durchrushen. Das lohnt sich nicht, das ist scheiße, das macht keinen Spaß, das macht das Hobby kaputt. Wir haben nicht mal 2 Monate um, du hast es schon 2-mal gemacht. Und jetzt bist du plötzlich so, ich habe die Transzendenz erreicht, ich bin ein höheres Wesen geworden, ich mache das jetzt nur noch. Ich habe das ja, ich habe das so gebrute-forced, glaube ich. Also weil, so, wenn man das normal gemacht hat, dann war das voll stressig. Aber irgendwie, mir hat das jetzt letzte Woche noch mehr Bock gemacht, auf so die Sachen weiter anzumalen. Also ich war irgendwie jetzt so, boah geil, ich habe jetzt voll Bock an den Tau weiterzumalen irgendwie. Also ich bin, aber das, ich glaube, vielleicht liegt das auch an den Tau, weil mir das Farbschema so gut gefällt und ich gemerkt habe, dass es schon quasi so selbst battle-ready, dass es schon voll cool geworden ist. Und dass ich da jetzt irgendwie so bin, oh, ich habe jetzt einfach Bock, das alles so zu highlighten und alles zu refinen und so. Vielleicht ist es einfach, vielleicht sind sie Tau, die mich auch so ein bisschen da hochgeholt haben. Vor allem, weil es kein Trim-Malen war. Aber ist das nicht eigentlich voll doof, weil du sie ja quasi dann, du kriegst dann zwar immer viel fertig, aber ja nie so, wie du es eigentlich könntest und willst. Ja. Es ist ja immer dann dieser State of, ja, das muss ich dann später noch machen. Ja. Und das tust du sowieso nicht. Ja. Also eigentlich ist es eine Bullshit-Idee. Aber bei den Tau werde ich es wirklich machen. Da habe ich richtig Bock drauf gerade. Ja? Ja. Okay. Da bin und ich das habe ich das auch das erste Mal, ich das sage, weil sonst habe ich immer direkt danach gesagt, ja, ich werde die Sachen jetzt eh erstmal nicht anfassen. Wir führen ab jetzt die Rubrik ein in dem Podcast, hat Ruben seine Tauschen überarbeitet. Ja. und hat Olli seinen Euro eingetauscht. Aber Olli hat mir geschrieben. Ja, mir auch. Und gesagt, er macht das. Ja. Er muss nur warten, bis er umgezogen ist und mehr Platz hat. Ja, wir haben ihn überzeugt. Ja. Ja, wir haben ihn ja auch quasi einfach gezwungen. So ein bisschen im Internet bloßgestellt, dass er das endlich machen soll. Sorry. Nee, aber auf jeden Fall, also wenn ich so auf einen Moment letzte Woche einschränken muss, dann ist mein Hobby-Moment der Woche, dass Bobo zu Besuch war bei uns im Studio. Er war den Tag da, weil er hat sich ja den Fuß gebrochen und deswegen ist er gerade krankgeschrieben. Und war so, sitzt halt den ganzen Tag zu Hause und dann ist der halt ins Studio gekommen am Donnerstag. Der brauchte mal Auslauf. Und eigentlich wollte der nur so ein bisschen halt malen und dann abends noch mit euch rumhängen. Und du haust die ganze Zeit auf den Tisch, ne? Nee, ich hab so gemacht. Das ist nicht auf den Tisch schauen. Ja, mach das nicht kaputt. Nein. Okay, cool. Ich weiß, ich schneide das doch, ich weiß doch. Okay. Ah, das heißt, ich kann außen machen. Nein, du kannst das nicht machen, weil du jetzt direkt schon mit dem Ring auf den Tisch gehauen hast. Und weil du immer so machst. Okay. Ich habe ja nur so gemacht, nur meine Hand drüber gelegt. Okay, aber das geht. Das hat nicht mal ein Geräusch. Ich muss die Grenzen noch ein. Du darfst ja schon deine Arme bewegen. Okay. Mach einfach gar nichts. Nee. Guck mal, ich habe meine Arme einfach nicht auf den Tisch. Ja, aber so funktioniert mein Körper nicht. Ich muss gestikulieren können. Ja. Okay, Bobo war da. Und dann hatte ich halt gesagt, ja Bobo, wir können ja dann, weil es war KVB-Streik, deswegen ist die Bahn nicht gefahren. Dann war ich so, ja Bobo, wir können ja dann später zusammen irgendwie mit dem Uber nach Hause fahren oder so. Dann können wir uns das teilen, dann tut das nicht so weh, dass man jetzt das Geld dafür ausgeben muss. Und Bobo war dann so, ja, können wir machen. Wie lange brauchst du denn noch? Und dann kam er irgendwie um 23:30 rüber ins Studio und ich war so, dann stand ich kurz mit ihm so draußen und war so, ja, ich glaube jetzt so 1-2 Stunden brauche ich noch. Und dann war er so, ja, ich kann dir dann ja auch noch helfen, die Texturmasse drauf zu machen. Und dann sind wir ja schnell zu Hause. Mhm. Naja. Mhm. Und dann saßen wir aber da. Und dann habe ich so das Eurowash abgemacht und er hat die Textur. Und dann hatten wir so eine richtig geile Kette. Ich habe Eurowash abgeputzt, habe ihm die Figuren gestellt, er hat Texturmasse drauf gemacht. Und eigentlich habe ich gesagt, wenn die Texturmasse drauf ist, dann fahren wir nach Hause, weil da muss die ja eh trocknen und dann mache ich die Bases morgen früh fertig. Ja. Und dann war ich aber nach der Texturmasse so, boah, ich habe voll viel Energie und ich sehe, bei den ersten Modellen ist die Texturmasse schon voll gut getrocknet. Und dann war ich so, na, eigentlich kann ich die doch auch föhnen und weitermachen. Und dann war ich so, Bobo, es tut mir leid, aber ich glaube, ich ziehe durch. Und Bobo war so, oh, das meinst du doch jetzt nicht ernst, oder? Und dann war ich so, doch, ich glaube, ich mache das jetzt noch fertig, weil dann kann ich danach einfach schlafen und dann los. Egal, ob ich dann nur 3 Stunden schlafe,
Aber ich kann trotzdem diese 3 Stunden entspannt schlafen, weil ich nicht weiß, weil ich nicht halt im Hinterkopf habe, ich muss eh gleich wieder aufstehen und dann noch Bases machen. Mhm. Und Bobo hat dann gedacht, naja, der muss das noch fertig machen, dann macht er da jetzt halt noch Schnee drauf und dann sind wir noch 1 Stunde länger hier. Und dann war ich so, als erstes muss ich jetzt erstmal das Pigmentwash machen. Dann muss ich das drauf machen, dann muss das ein bisschen antrocknen, dann muss ich das föhnen, dann muss ich Tufts draufkleben und dann kann ich den Schnee drauf machen. Oh no! Ja. Oh, der Bobo, oh, das tut mir richtig leid. Und dann leid. War ich so, ach, und dann muss ich aber noch die Base dran nachziehen. Und dann saß der Bobo die ganze Zeit da. Und am Anfang fand er es noch so ein bisschen witzig und war so, ha, jetzt ziehst du ja wirklich durch. Und seine Laune ist so rapide nach unten gegangen. Verständlicherweise. Als er gemerkt hat, er kommt nicht nach Hause. Deswegen ist seine Laune nach unten gegangen. Und er hat einen gebrochenen Fuß und er hat keine Wahl. Und dann war ich halt auch so, Bobo, ja, irgendwie so aus Gag habe ich so gesagt, ah, vielleicht können wir ja später den Sonnenaufgang zusammen gucken. Und dann hat er so nachgeguckt und war so, Rum, der ist um 7:30. Und ich war so, naja, schauen wir mal, wie es wird. Und dann war es so 3. Und er war noch so, ja, wir kommen ja bald hier raus. Und dann hat es immer länger gedauert und immer länger. Und irgendwann saß Bobo halt nur noch so apathisch neben mir am Tisch und hat dann so, ich habe dann Schnee drauf gemacht und er hat die Bassränder nachgezogen. Und dann wirklich so, es war wie so ein bisschen wie früher, als er dieses Panikmalen hatte, wo Bobo beim Malen eingeschlafen ist. Ja. Und ja, und dann irgendwann waren wir dann halt fertig. Und das, ich glaube, wir waren um 6.15 Uhr waren wir irgendwie durch. Dann habe ich noch irgendwie alles so zusammengeräumt. Und dann haben wir um 6.30 Uhr haben wir es übergenommen. Und dann habe ich ihm wieder ein Dreadnought geschenkt dafür. Ja, das ist auch das Mindeste. Ich finde das auch. Du hast ihn einfach als Geisel genommen, den Mann. Ich habe ihm mal gesagt, Bro, du kannst auch nach Hause fahren, wenn du willst. Du kannst ja auch ein Taxi nehmen und. Ja, aber dann muss man das ja alleine bezahlen. Ja. Das kostet ja doppelt so viel. Aber er war dann halt auch so, naja, ich habe dir ja jetzt auch gesagt, dass ich dir noch Gesellschaft leiste. Da kann ich ja jetzt dann auch nicht einen Rückzieher machen. Ehrenmann. Und die ganze Zeit so, wirklich. Oh, jetzt muss ich aber noch das machen. Und das dauert nochmal 3 Stunden. Hast du richtig ausgenutzt. Er hat dir die kleinen Finger gegeben. Und du hast einfach seinen gebrochenen Fuß genommen. Ja, genau. Ja. Aber ich habe auch wirklich so, am Ende beim Schnee drauf machen, da gab es schon so einen kurzen Moment, wo ich irgendwie gestresst war. Und auch so ein bisschen, da war ich aber auch so müde, da sind so richtig die Figuren so verschwommen von meinen Augen. Aber ich habe halt auch dann, ich habe ja auch irgendwie um 13 Uhr schon angefangen. Ja. Das war irgendwie so, einer hat beim Reel kommentiert irgendwie so, weil ich hatte um 22 Uhr eins gepostet und irgendwie um 6 Uhr morgens ja nochmal eins. Mhm. Dann war so, oh Respekt, 8 Stunden mal und dann noch durch die Nacht. Dann war ich so, eigentlich habe ich schon 10 Stunden vorher angefangen. Also ja. Waren das habe ich gelesen, ja. Also absolut verrückt. Und einfach, also die Geschichte ist mega witzig und ich glaube, wenn man es halt durch hat, ist es halt auch so ein geiler Bonding-Moment und so. Ne? Aber wenn ich das höre, das erinnert mich so krass an früher und ich habe einfach, also ich könnte es nicht. Also ich immer noch nicht. Es ist einfach so, ich bin jetzt schon so, dass ich dann irgendwie dann mich da durch diese Thermis, durch diese 5 Thermis so durchgezwungen habe quasi. Und ich beim letzten Thermi angekommen bin, war ich schon so, wow, Mann, ich bin richtig stolz. Ich habe den ganzen Tag an den Thermis gemalt und am Tag darauf auch noch und danach auch noch. Boah, Hammer. Ich hätte schon wieder Bock jetzt. Ich könnte jetzt, also nicht diese Woche, aber nächste Woche könnte ich wieder. Na, aber ich will es nicht. Ist ja auch doof, eigentlich. Ja. Eigentlich. Ja. Aber ich habe überlegt, ob ich beim Feuerbacken hier auch vielleicht Solo spielen will. Da habe ich schon gesagt. Aber dann kannst du dir doch einfach meine leihen. Genau, das habe ich auch gesagt. Ganz ehrlich, Ruben. Das sind mindestens 400 Euro. Diese coolen Samurai-Kostolos machen. Dann sind es mindestens 500 Euro. Du fuckst René ab, weil er die ganzen Bits drucken muss. Und du musst das alles anmalen. Spiel die doch einmal beim Firebug, ne? Mhm. Und wenn die beim Firebug cool waren, dann machst du die Samurai-Kustodes. Ja, oder hol dir den Flo ran, der hat eh nichts zu tun. Und dann spielst du hier 2-3 Mal mit meinen Kustodes und guckst, ob die Spaß machen. Ja, das stimmt. Und ja. Dann kannst du es dir immer so noch überlegen. Also ich finde eigentlich so Firebug als Feuerprobe, finde ich eigentlich. Ich muss aufhören, Turniere zu benutzen als Feuerprobe, ja. Dann verkacke ich immer. Aber, ja. Aber ich meine halt quasi als Feuerprobe, ob sie dir wirklich gefallen. Weil du dir ja dann wirklich so 3 Tage am Stück spielst. Das stimmt. Und danach kannst du das machen oder kannst du dir auch ein bisschen mehr Zeit nehmen.
dann muss ich nicht irgendwie da gucken, dass ich da irgendwie in 3 Tagen irgendwie 60 Köpfe und 33.000 Waffen drucken muss. Das sind ja nur 29 Typen. Ja, aber man muss ja auch immer überlegen, wenn da so eine Platte mal nicht funktioniert, weil irgendwie die Supports nicht richtig waren, dann bin ich wieder so... Ich ziehe alle mit in meinen Schneeball-Panik-Mal-System. Ja. Naja, aber ich glaube, das war die Hobbyment das Woche. Ja. Ich habe noch eine PSA. Oh. Weil, also es sind so 2, 3 Sachen. Ja. Kommt auch ein bisschen vielleicht noch was bei der Kommentare-Kommentiershow. Aber das erste ist, dieses One-Battery-Ports-Ding, ne? Es eskaliert. Es ist ein Meme geworden und das finde ich genial. Also das, ich finde das Meme gut. Ja. Als Meme könnte ich das gerne machen, aber auch manche so quasi Nachrichten sind, also es klingt so, als hätten wir keinen Bock da drauf. Ja. Und das stimmt überhaupt nicht, weil irgendwie, also einer hat irgendwie so im Discord auch geschrieben, der quasi aber das auch ein bisschen verteidigt hat mit, aber vielleicht haben die auch gerade nicht so Bock da drauf und zögern das deswegen so ein bisschen hinaus. Nein. Es ist nicht so, es ist einfach, wir haben in den letzten Wochen so viel Content gemacht und so viel geplant, jetzt was noch an Content passieren soll und so. Es ist einfach ein zeitlicher Aufwand, dieses Problem zu fixen und das alles umzustellen, was halt einfach dauert. Also es ist ja nicht so, als hätten wir uns jetzt so ausgesucht, oh, schade, jetzt können wir keine Battery Ports machen, voll doof. Weil natürlich wollen wir Battery Ports machen, weil das bringt ja auch voll Klicks. Also wenn wir einfach quasi den Battery Ports streamen und hochladen, also jetzt mal auch einfach aus einer YouTube-Klick wirtschaftlichen Perspektive, ist es quasi ein Abend Aufwand und dafür ein Video die Woche mehr, was irgendwie 4.000-5.000 Klicks reinholt. So. Es ist absolut dumm, dass wir es nicht machen gerade. Ja. Und es liegt überhaupt nicht daran, dass wir irgendwie keinen Bock darauf haben oder so. Wir können sagen, es wird relativ bald passieren. Auf die eine oder andere Art. Hoffentlich. Ja. Ja. Eigentlich so 90%. Bist du dir so sicher, dass das funktioniert? Ja. Boah, ich habe immer noch Angst. Es wird schon funktionieren. Und die andere Sache ist, weil beim Podcast so ein bisschen quasi das Feedback war, dass die Leute sich wünschen würden, dass wir so Bilder einblenden und so. Mhm. Wenn wir nochmal eine Preview besprechen, eine Warm-Up-Preview, dann werden wir das machen. Das verstehe ich. Aber manche Leute hatten ja so ein bisschen gefragt, ob wir so Updates zeigen wollen von Projekten, die wir machen oder so. Das Ding ist, dass wir diesen Podcast gerade wöchentlich machen können, ist voll geil und es ist aber wirklich als Audioprodukt gedacht. Also, dass ihr das auch auf Spotify hören könnt oder im Podcast-Feed oder auf YouTube nebenbei laufen lassen könnt. Weil, wenn wir jetzt anfangen, Fotos zu machen von Work-in-Progress-Sachen, die einzublenden, dann muss ich wieder hingehen und schneide den halben Tag und mache Fotos an dem Podcast. Und dann ist auf einmal der ganze Tag weg und dann ist keine Zeit mehr für Battle Report Montagabend. Dann ist nichts mehr. Das stimmt. Und das ist halt das Ding. Ich kann euch versprechen, also seht ein bisschen den Monatsmaler mehr so, dass wir da stetig dran arbeiten, dass der Monatsmaler noch ein bisschen cooler wird. Und wir haben auch ein paar Sachen geplant, die so ein bisschen mehr in die Richtung gehen, dass man so ein Projekt irgendwie begleiten kann, dass ihr seht, so was wir machen, dass ein bisschen über Zeit sehen kann und so. Und das wird alles ziemlich cool dieses Jahr. Also vertraut uns. Und die dritte Sache ist, wenn ihr den Podcast auf Apple Podcasts hören wollt, dann müsst ihr einfach nur, ich werde jetzt nochmal hier den, ich weiß, dass wir, ich habe immer nur den Spotify-Link mal noch gepostet, ich poste mal den RSS-Feed-Link noch dazu. Da ist ja unten ein Banner mit auf Apple Podcasts hören. Das müsst ihr dann einfach nur auf dem Gerät halt aufmachen und dann könnt ihr den Feed einfach bei Apple Podcasts hinzufügen. Bei dieser wird es dann immer noch nicht gehen, tut mir leid, an alle Leute, die dieser benutzen. Alle drei. aber es gibt auch so Podcatcher als Apps, wo ihr einfach den RSS-Feed reinfügen könnt, wenn ihr kein Spotify habt oder wenn ihr nicht gerne Spotify benutzt. Guckt euch das einfach an, ich poste den RSS-Feed-Link nochmal rein. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie ihr den Podcast irgendwie auch so hören könnt. Cool. Ja. Kommentare, Kommentiershow. Hobbyflop. 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 Ist das vor Kommentare, Kommentier? Ja, das ist vor Kommentare, Kommentier. Ist ja quasi das Gute, das Schlechte und dann, das Witzige. Was war mein Hobbyflop der Woche? Mein Hobbyflop
Eindeutig mal wieder 3D-Druck-Scheiße. Natürlich. Wie immer ist es 3D-Druck-Scheiße. Es wird nie wieder was anderes sein. Ich versuche gerade zum dritten Mal so dumme Drachenflügel zu drucken. Und jetzt... Also es ist halt einfach manchmal einfach Magie und manchmal ist es halt auch einfach... Keine Ahnung. Manchmal tust du was rein, es druckt. Manchmal tust du was rein, es... hat verkackt, du änderst gar nichts, sagst einfach, druckst nochmal, dann funktioniert es plötzlich wieder. Ne? Es ist einfach absolut verrückt und ich hänge einfach jetzt seit 4 Tagen an diesen scheiß Flügeln fest und es macht mich verrückt. Und dieser eine Flügel, der hat jetzt fertig gedruckt, aber auch wieder so ein bisschen nicht so richtig und jetzt müssen wir mal gucken, ob das reicht oder nicht. Ansonsten ja. Muss ich schon wieder irgendwie, dann muss ich das anfangen manuell zu supporten und wenn ich das manuell supporten muss, dann raste ich noch aus. Okay, das war mein Hobbyflop. Ich bin frustriert. Ja. Ja, mein Hobbyflop, ich habe eben schon gesagt, ich bin Donnerstag krank geworden und konnte deswegen so Donnerstag, Freitag, Samstag nicht Hobby machen. Und Sonntag ging es mir dann wieder eigentlich gut. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann mache ich jetzt Sonntag richtig geil Monatsmaler durchballern. Wenn ich mich da ransetze, dann werde ich einfach fertig. An einem Tag. So, bumm. Ne? Hast du nicht irgendwie 30 Immortals, Monolith? Ja. Noch irgendwie... In Immotech, aber das war's. Immotech, das war's. Ja, deswegen... Und der Monolith ist fast fertig schon. Das war's schon. Und die Immortals sind halt nicht viel Aufwand, weil mein Farbschema halt trotzdem fucking fast geht. So, die Bases wären dann halt noch, aber die Modelle selber wären halt fertig. So, und dann bin ich in Ruhe aufgestanden. Wie ich ja auch letzte Woche erzählt habe, bin erstmal an Fernseher, hab Togo angemacht, hab die neuen 2 Pokémon-Folgen geguckt. Und war so, okay, jetzt gieße ich noch eben kurz meine Blumen. Dauert 20 Minuten. Und dann gehe ich rüber. Dann fange ich an, meine Blumen zu gießen. Bin so im Wohnzimmer fertig. Und gehe so in den Flur und sehe dann bei meinem relativ neuen Philodendron, den ich erst vor 2 Wochen gekauft habe, fuck, der ist voller Tripse. Tripse sind super kleine, ätzende Insekten, die deine Pflanzen auffressen. Und die habe ich wahrscheinlich aus dem Laden, wo ich dann den Philodendron gekauft habe. Und dann war ich so, okay, fuck, ne? Nimm den Philodendron runter, stell ihn mir auf den Boden, weil den muss ich gleich duschen. Klingt auch wie ein Warhammer-Modell, der Philodendron. Jetzt kommt der neue Crude-Philodendron raus. Das Nervige bei Tripsen ist, du kannst es nicht einfach nur abduschen und einsprühen, sondern die sind so hartnäckig an den Blättern, du musst wirklich jedes einzelne Blatt abwischen. Dieser Philodendron hat wahrscheinlich so um die 50 Blätter, weil das so eine recht kleinblättrige Pflanze ist. So, und dann gucke ich weiter oben auf dem Flurschrank, sehe die nächste Pflanze. Meine Lemon Lime, voller Tripse, stell sie runter. Die nächste Pflanze, Palme, stell sie runter. Guck gegenüber, mein Einblatt, voller Tripse. Und ich hatte jetzt insgesamt 8 Pflanzen, die voller Tripse waren. Plus, ich habe dann alle, die immer dann daneben standen, sowohl in Schlafzimmer, Flur als auch Wohnzimmer, trotzdem prophylaktisch auch abgeduscht. Das heißt, ich habe am Sonntag knapp 4 Stunden damit verbracht, Pflanzen in meine Dusche zu stellen, abzuduschen, in den Garten zu stellen, mit Pestiziden zu besprühen, abzuwischen und hast du nicht gesehen. Vor allem, weil ich sonntagmorgens jemandem auf eBay Kleinanzeigen geschrieben habe, weil ich endlich eine bezahlbare Monstera Deliciosa Variegata gefunden habe. Und ich habe sie dann abends kaufen können. Aber das Doofe war halt, ich wusste quasi, okay, ich hole mir abends eine Pflanze, die sind scheiße teuer. Hilfe. Und deswegen muss ich jetzt meine fucking Wohnung in Ordnung bringen, was Pestizide angeht, weil wenn ich mir jetzt eine fucking 50-Euro-Pflanze kaufe, Ja, Ginny, also was war jetzt der Hobby-Fail? Dass mir Tripse meinen Tag versaut haben. Es geht nicht um deine Pflanzen-Hobby, es geht um Warhammer. Ja, und deswegen konnte ich kein Hobby machen. Weil einfach mein gesamter Sonntag darin bestand, dass ich meine scheiß Pflanzen retten muss. Und dann konnte ich abends, dann noch so ein Stündchen einmal in Immortals machen und habe jetzt zumindest überall schon mal das gelbe Contrast drauf. Was war jetzt für alle, die mal fragen, warum geht's nur noch um Warhammer? Hat Gini jetzt mal von einem anderen System erzählt. Ja. Ich hab mir gerade eher gedacht, jetzt wisst ihr einfach alle, wie sich euer Partner fühlt, wenn ihr über Warhammer redet. Gern geschehen. Nee, aber ich konnte jetzt halt quasi so, ich hätte easy die Immortals fertig bekommen, jetzt konnte ich sie nur gelb contrasten, aber ich mache heute im Stream was. Cool. Ja. Was war dein Hobbyflop? Dass ich richtig scheiße gespielt habe am Wochenende. Das ist ein krasser Flop. Da muss man sagen, da war das Panik mal wirklich ein bisschen dumm, weil ich halt einfach kein Spiel Tau gespielt habe vorher. Ah. Und ich habe die ganze Zeit World Eaters gespielt und ich war so... Ja, irgendwie ist das ganz anders. Das ist so das genaue Gegenteil. Die schießen. Moment, die können... Also, hä, wie macht man eigentlich Attacken mit Schusswaffen? Ja. Okay. Ja, deswegen lief das nicht so gut. Und das war so ein bisschen der Hobbyfail, weil ich dann irgendwie so war, oh, jetzt bin ich irgendwie das ganze Mal hingefahren, hab die ganze Zeit so voll scheiße gespielt. Und dann war ich irgendwie so,
Ja. Was denken jetzt die anderen über dich? Ja. Ja, wir haben halt auch nur so am Handy verfolgt und manchmal so, erstes Spiel verloren. Aber was ist das Schlimmste war einfach, dass halt die ganze Zeit Leute fragen, so, man läuft halt so rum und die ganze Zeit so, und wie lief's? Ja. Und wie lief's? Ja. Ich also, und die ganze Zeit sind da Leute so, na, wie läuft's? Und so, und die waren die ganze Zeit so, können die bitte aufhören, mich zu fragen, wie es läuft? Ich hab dann auch noch in der Stammtischgruppe gelesen, dass der Olli vom Gottkicken dann auch nur so geschrieben hatte, so, rum, was da los? Und ich war so, ach, mach's doch nicht noch schlimmer. Genau, so, er weiß doch selber, du weißt doch, was los ist. Und es sind ja quasi dann nicht nur die Leute vom Team, mit denen man hinfährt, die fragen, wie läuft's, sondern es ist ja gefühlt, kennt man ja irgendwie das halbe Turnier vom Sehen. Ja. Irgendwie da 80 Leute, die dann so sind, na, wie läuft's? Na, wie läuft's? Na, wie läuft's? Ich finde so, ja. Nicht gut. Ich habe immer nur so, so habe ich immer gemacht. Und dann waren die so, ach so, stehst 1-1? Dann war ich so, nee. So, ach, bist jetzt 1-3? Bist jetzt 2-2? Nee. Nee. Besonders, glaube ich, am Sonntag, dann nach dem vierten Spiel, war es wahrscheinlich richtig. Ja. Aber es war ein cooles Wochenende, auf jeden Fall trotzdem. Ich hatte ein paar richtig nice Spiele, ein paar richtig nette Leute getroffen. Geil. Und liebe Grüße an den Jonathan. Hab ich auch wieder gesehen. Jonathan ist mein Lieblings-Warhammer-Judge. Ja, der ist auch toll. Aber darf er dich dann jetzt noch judgen oder ist es dann nachher voreingenommen? Oh ja, stimmt. Ist er jetzt Bias? Nee, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Weil er hat mir auch nicht erlaubt, in der fünften Runde Flo zu challengen. Weil der Flo war ein bisschen frech beim Mittagessen am Sonntag. Deswegen habe ich gesagt, sollen wir Challenge machen? Ist zu spät für Challenge jetzt. Aber Flo war halt leider in einem höheren Bracket. Ja. Hat Jonathan gesagt, geht er dann? Ich glaube, das wäre Wettbewerbsverzerrung. Und dann war ich so, auch wenn ich den wegmache. Oh, geil. Aber ihr könnt es ja noch im Nachhinein klären. Ja. Aber unglaublich, du musstest mal ein Turnier nicht gegen jemanden spielen, mit dem du hergekommen bist. Das stimmt. Du hast dein Band vielleicht gebrochen. Weil ich halt verkackt hab. Ja. Ja, okay, gut. Aber normalerweise, also manchmal ist es ja auch passiert, dass du einfach in der ersten Runde gegen jemanden spielst, den du kennst. Ne? Also vielleicht ist ja jetzt auch dein Fluch weg. Ja. Mir ist es ja noch nie passiert. Wie mit Flo und Grisha, die haben in der ersten Runde gegen jemanden gespielt. Echt? Ja, das ist auch so ein Duel auf Fates. Ich wollte gerade sagen, die treffen auch so oft aufeinander. Ja, das ist krass. Wirklich, also das Schicksal will, dass da eine Rivalität ist. Ja. So eine richtig freundliche, sportliche Rivalität. Aber die machen eher so eine Bromance draus. Ja, genau. Aber halt so eine quasi wie so Naruto-Sasuke. Ja. Und immer wie die Pokémon-Rivalen. Ja, genau. So die Flo ist Naruto, oder? Flo ist Naruto, ja. Auf jeden Fall. Ja. Also in dem Fall, so wahrscheinlich ist für die Kings of the Hill ist Grisha Naruto. Ne? Aber vielleicht sind die Kings of the Hill auch so quasi dieses Orochimaru-Labor. Ja, vielleicht. Oh mein Gott, wäre das episch, wenn jetzt die Kings of the Hill aufs nächste große Turnier alle mit diesen schwarzen Umhängen mit den Wolken kommen. Nee, das ist nicht so. Nee, das ist Akatsuki. Akatsuki. Aber würde das nicht auch passen? Nee, sondern die brauchen dann alle diese riesig große lila Schleife. Ja. Okay, ja. Und so ein Kimono quasi. Ja, das fände ich witzig. Ramses hat da bestimmt Bock drauf. Ja, also wenn Kings, wenn ihr das macht, Dann kommen bestimmt die Rogue Traders und Dini und ich kommen auch noch mit und wir nehmen irgendein anderes witziges Cosplay-Thema. Ja, wir müssten doch dann halt diese Uniform nehmen, die wir im Dorf anhaben. Ja, aber die Quinoa-Uniform. Ja. Ja. Halt diese grün-blaue. Ja. Ja. Nee, grün-blau ist die grün. Ja, doch. Die ist grün und so dunkelblau. Ja, genau. Ja. Machen wir das? Die Stirnbänder. Würden wir machen. Also wäre ich instant dabei. Ja. Kings. Ja. Sag mal Bescheid. Sagt an. Ja. Dann kaum einmal bei AliExpress so ein. Ja, wir sind doch alle in München, oder nicht? Ich weiß nicht, ob die Kings of the Hill auch in München sind. Müssen wir mal schreiben. Ja. Jetzt kommen ja wie die größten Autos dahin. Egal, das wäre das beste Gruppenbild, das es auf einem Warhammer 40k-Turnier gegeben hätte. Aber da kann man doch mal nur sagen, München, ich weiß nicht, ob das schon voll ist oder wie voll das ist gerade, aber das Corsair Open GT, das wird richtig cool. Das ist über Christi Himmelfahrt, glaube ich, so ein Feiertag. Das sind so ungefähr so 80 Spieler und 6 Runden. Das ist voll nice. Aber Freitag, 3 Tage, ne? Genau, Freitagabend ist das erste Spiel und dann Samstag 3 und dann Sonntag 2. Das ist cool, dass sie das machen. Also, weil das ist eine gute Größe für 6 Spiele, weil man dann wirklich einen. So, man hat dann nur einen Ungeschlagenen am Ende.
Ja, aber René und ich haben uns jetzt entschieden, auch hinzufahren. Ja. Wir haben gesehen, ihr hattet so viel Spaß jetzt in Kassel. Ich werde ja immer angerufen. Ja, ich werde ja immer angerufen. Jeden FaceTime Abend René immer von aus dem Hotel. Leo. Diese FaceTime-Nachricht und die hatten halt schon das ein oder andere Lifestyle-Getränk. Und dann ihr müsst euch überlegen, ich fühle mich dann immer wieder Papa, der irgendwie so zu Hause ist, ne? Und die Kinder sind gerade irgendwie dann halt wieder auf Klassenfahrt oder sowas. Und dann kriege ich halt immer so diese Abend so von Ruben und Leo, wie die mich dann so anfacetime. Und ich weiß, und ich sitze dann irgendwie noch so um 10:30 im Studio, mal da noch irgendwie ein bisschen rum und dann sehe ich schon FaceTime. Ah. Ja, da weiß ich jetzt schon so, okay, das wird wieder chaotisch. Aber, genau, da fahren wir hin und das wird cool. Aber wenn ihr beide mitkommt, dann wollt ihr dann auch, dann müssen wir noch ein extra Freeblade-Trikot organisieren. Ich muss ein Trikot tragen. Eigentlich will ich auch kein Trikot tragen. Aber das ist voll cool. Also ich weiß, ich habe mich da voll gewehrt, aber guck mal, wie cool das aussieht. Ist voll geil, wenn wir da alle stehen, so als Team. Aber ich bin ja nicht Teil des Teams. Ne, du bist als Freeblade dabei. Nee, das ist aber nicht mein Jam. Ich will, Wir kommen doch in den Konoha-Anzügen. Das ist doch schon... Ja. Guck mal. Das reicht doch schon. Ist doch geil. Ich überleg's mir noch. Ja. Man muss rechtzeitig Bescheid sagen, weil wir haben nur ein Freeblade-Trikot. Ja, das überlasse aber ich dann René. Aber das kommt doch dann... Das kriegt der Bendix doch. Ja, vielleicht ist er dann ja auch schon im Team. Ah. Neuer Rekrut. Also. Kommentare, Kommentiershow. Ja. Kommentare, Kommentiershow. Es hat immer noch niemand einen Jingle für uns gemacht. Warum macht niemand etwas umsonst für uns? Ja. Also die erste Frage habe ich vorhin schon. Ups, Fehler. Hä? Achso, ich muss. Haben wir kein WLAN unten gerade? Wir haben ein neues WLAN, weil ich den neuen Router eingerichtet habe. Ah! Aber das WLAN heißt jetzt Paintomancy. Ja. Aber hast du das Passwort auch? Ja. Hier? Ja. Jetzt? Ja. Sofort? Ja. Dann her damit. Kann Tipp ich das öffentlich? Ein. Ich würde gerade sagen, ich kann das auch nicht sagen. Achso, du kannst. Ach, du hast das. Das ist kein so ein Dingsding. Ja, das ist ein Bubble-Double. Das ist kein Dingsding. Ja. Witzigerweise wurde ich heute von der Telekom angerufen, wir werden nochmal einen neuen Router kriegen. Weil, was ja, mir der Typ gesagt hat, der mir jetzt den Ersatzrouter geschickt hat, der hat mir nicht gesagt, dass ich kostenlos auf die nächste Generation Router und wir haben ja auch ein Speedhome-Wi-Fi hier unten, upgraden kann. Und deswegen kriege ich jetzt einen neuen Router und einen neuen Speedhome-Wi-Fi und muss dann den neuen Router zurückschicken, weil das jetzt die neue Generation ist. Dann hat der Router einen Touchscreen und ein Display, ich weiß nicht wofür, aber er hat es dann. Und was mir gesagt wurde, ist, dass damals, als ich unsere 250k-Leitung abgeschlossen habe, wir gar keinen 250k-Port hier hatten, sondern nur einen 180er-Port, der uns aber einfach eingerichtet wurde, aber zum gleichen Preis. Aber jetzt ist ein 250k-Port verfügbar. Das heißt, jetzt werden wir endlich auf 250k geupgradet. Aber haben wir dann trotzdem mehr Geld bezahlt? Scheinbar. Aber das kann man doch bestimmt zurückfordern, wenn die Leistung nicht erbracht wird. Ist doch, oder? Das interessiert doch jetzt keinen, der den Podcast hört gerade. Ja. Können wir das bitte später besprechen? Auf jeden Fall kriegen wir besseres Internet. Ja, cool. Aber wollten wir das WLAN nicht witzig nennen? Ich hab's witzig genannt. Das heißt doch Paintomancy. Ach so, ja, aber das Passwort ist witzig. Ja, aber das sieht doch keiner. Ja, wir können es jederzeit ändern. Wir können es jederzeit ändern. Ist doch egal, ob das Passwort witzig ist. Wir können es jederzeit ändern. Es geht doch darum, dass man einen witzigen Namen in seiner, wenn man nach WLAN sucht, sieht. Wie Pretty Fly for Wi-Fi. Mir war nichts eingefallen am Sonntag. Ja, Google oder Poop. Obi-Lan Kenobi. Ja, so. Ja, das hätte ich genau. Das, das könnt ihr auf jeden Fall mal kommentieren. Witzige Wi-Fi-Namen. Ja, vielleicht hat jemand auch einen witzigen Vorschlag für unser Wi-Fi. Auch vielleicht so Warhammerig auch. Ja, vielleicht auch so, ja. Genau. Haut mal in die Kommentare. Da gibt es bestimmt ein paar. Also das erste Kommentar ist, geht's auch irgendwann nochmal um andere Systeme? Warhammer. Ja, das wollte ich mal ansprechen, weil, nee. Nein. Das ist Warhammer. Wir spielen Warhammer die ganze Zeit. Und ja, ich weiß, dass wir auch mal was zu anderen Systemen gemacht haben. Und vielleicht machen wir auch irgendwann mal was zu anderen Systemen, wenn wir privat Bock drauf haben, ein anderes System zu spielen. Weil es ist nun mal so, dass Warhammer einfach das größte Ding ist, aber auch einfach unser Hobby ist. Zum Beispiel, ist das Glück. Ich habe nie in irgendein anderes System gespielt. Ich habe mein ganzes Leben lang nur Warhammer gespielt. Ja. Ich habe nur andere Systeme gekauft, aber habe die nie gespielt. Ja. Das aber finde ich auch das Glück, dass wir auch auf Warhammer am meisten Bock haben. No. Und es zufällig das größte. Ja. Aber das Ding ist halt auch einfach so,
it's so huge. Du kannst überall hinfahren, du kannst immer mit Leuten spielen. Ja. Aber wir wollen auch einfach das machen, worauf wir Bock haben. Weil entweder kriegt ihr Content, den ihr vielleicht dann, oder den halt dann 5 Leute wollen, aber wir haben gar keinen Bock drauf. Oder ihr kriegt halt Content, auf den wir halt wirklich Bock haben. Und wo dann halt wirklich, was halt geil für uns ist. Wir wollen halt das machen, was uns Spaß macht und nicht etwas, was, wo wir uns gezwungen fühlen, es zu machen. Ja. Deswegen, wenn wir irgendwann nochmal eine krasse Infinity-Phase haben, dann gibt's halt Infinity. Und besonders muss man halt auch sagen, wenn wir einen Infinity-Content machen, dann ist der halt quasi, dann ist es halt ein extra Projekt so. Ne? Ja. Also es ist nichts, was wir halt quasi, was es sich in Anführungsstrichen lohnt, jetzt auf YouTube quasi zu machen aktuell, sondern dann ist es halt ein riesen extra Aufwand. Weil wir trotzdem noch Warhammer-Content machen müssen, weil wir halt einfach von Warhammer-Content leben. Ach, und actually redet René ja die ganze Zeit auch über D&D. Ne? Das sind auch Figuren, das ist was anderes. Ja. Ist kein Warhammer. Aber ich habe ein bisschen Bock auf Old World. Vielleicht machen wir ein bisschen was zu Old World. Ja, machen wir auch auf jeden Fall mal. Ja. Dippen wir mal rein. Aber es ist ja quasi auch Warhammer. Das ja, ist ja, also. Dann haben wir von Matt in dein Gesicht 2445 zum Thema GW-Stores war in letzter Zeit in vielen Stores in Europa und da ist mir etwas aufgefallen. Alle Stores waren reine Verkaufsläden mit maximal kleinen Demotischen. Kein GW-Store hatte eine Platte, auf der man ein 1000 bis 2000 Punkte Spiel hätte spielen können. Fand das echt schwach, denn für mich war auch immer ein Reiz der Stores, dass man anderen zugucken konnte. Ja, das ist tatsächlich eine Umstellung, die GW so circa 2 Jahre gemacht hat, nachdem ich diesen die Firma verlassen habe, ist, dass sie die gewöhnlichen Spielplatten abgeschafft haben aus den Stores. Es kann noch gespielt werden in den Stores, aber das sind dann halt eben Eventtage. Also jeder GW hat ja einen Eventplan, die posten den in der Regel auf deren Facebook-Seiten und da gibt es halt Eventtage mit, keine Ahnung, an dem Samstag sind ist freie 40k-Spiele und dann stehen da halt dann Platten für 40k bereit. Die Tische bei den GW-Stores sind immer so konzipiert, dass die umbaubar sind. Das heißt in der Regel, ja, es ist ein reiner Demo- und Verkaufsladen, aber wenn man das anmeldet oder zu den jeweiligen Events hingeht, kann man auch immer noch in einem GW-Store spielen, nur halt nicht mehr einfach spontan. Finde ich richtig traurig. Ja. Ich finde, das ist, also ich verstehe den Sinn dahinter und an sich ist der Sinn auch, also an sich ist es auch sinnvoll, ne? Dass man das macht. Aber stell dich mal vor, das wäre vor 10 Jahren schon so gewesen. Das wäre furchtbar, ja. Wir hätten uns alle nicht kennengelernt. Dann gäbe es einfach kein Paintomancer. Nee. Das stimmt. Nee. Ich finde es auch so ein bisschen so, ich kann so ein bisschen verstehen, dass es so mit der Zeit jetzt so geworden ist. Was halt so doof ist, ist, dass halt GW ja so quasi der verfügbarste Hobbystore ist und es so überall so relativ in der Nähe einen gibt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber es halt nicht überall auch einen unabhängigen Hobbystore gibt, der Platten hat und so, wo man erfinden kann. Dann gibt's halt Clubs, aber da muss man ja auch erstmal dann wieder reinkommen und so. Ich glaube, vielen Leuten wurde echt eine Möglichkeit genommen, regelmäßig mal Warhammer zu spielen, weil sie halt einfach, wie du halt sagst, keinen Club oder keinen unabhängigen Store in der Nähe haben oder auch keinen Platz haben, dann zu Hause eine Platte aufzustellen. Aber da sind natürlich dann wieder Turniere cool, weil Leute, Turniere sind eigentlich eher Organized Play Events, deswegen, wenn ihr einfach regelmäßig zocken wollt, guckt mal, welche Turniere ihr in der Nähe habt. Ja. Storm and Wolf hatte noch eine fantastische Idee. Oh. Und das müssen wir mal vorbereiten. Das können wir nicht sofort machen, das machen wir nächste Woche. Okay. Ihr müsst echt mal so Ladenskits machen. Ruben als Kunde war zum Schlapplachen und Genie als aufdringliche Verkäuferin. Das müssen wir echt mal machen. Da müssen wir mal so aufschreiben, was es für Situationen gab. Wir könnten irgendwie so meine Top-Erlebnisse im Laden versuchen nachzuspielen. Ja. Oh, vielleicht fallen uns dann noch so ein paar witzige Sachen ein. Also das könnte man so als eigenes Joke-Video machen. Oh, das. Ja. Oder halt der Sketch der Woche. Ja. Es ist wieder viel Arbeit. Ne? Ich finde sogar so quasi so 10 witzige Situationen im Laden. Ja. Ne? Die alle auf wahren Begebenheiten sind. Eine witzige Situation kann ich kurz einwerfen, die ist nur ganz kurz. Ich weiß ganz genau, was du sagen wirst. Das hatten wir alle am Maltisch. Da hat der Andrew noch im Gewege gearbeitet. Okay, es ist nicht die Situation. Okay, dann erzähl weiter. Ah, den musst du aber danach die andere erzählen. Ja. Und dann saßen wir so alle am Maltisch und dann kam so jemand rein und wollte was fragen. Und kam so an den Tisch und war so, hallo, Entschuldigung, haben Sie auch Ständer? Ja. Okay, ja, das ist gut, aber. Und wir haben alle einfach so kaputt gelacht, aber waren auch so versucht, uns so zusammenzureißen. Ja, das ist mein. Ja, wir haben alle einen Humor von 12-Jährigen. Ja. Weißt du, woran ich denken musste? Wo du ein Testspiel gemacht hast. Ach so. Und dem Kind ins Gesicht gerülpst hast.
Ja. Mir ist gerade spontan, das kann man auch nicht gut als Sketch machen, deswegen erzähle ich jetzt auch noch eine, war die Situation, wo Sommerferien waren. Entschuldigung, ganz kurz mal. Ich muss das jetzt einmal erklären. Du könntest das jetzt nicht so stehen lassen. Ja, okay, gut, du sagst ja, ja. Okay, ja, also, erklär dich. Ich habe immer samstags, freitags und samstags habe ich immer gejobbt, irgendwie neben meiner Ausbildung. Und an dem Freitagabend habe ich auf einem Konzert was gedreht. Und da gab es dann noch sehr viele Lifestyle-Getränke. Und das wurde dann noch ziemlich lang. Und dann bin ich quasi so kurz nach Hause gefahren und dann in den GW gefahren. Und ich war noch so ein bisschen quasi beeinträchtigt von den Lifestyle-Getränken. Und dann haben so zwei Kinder halt so ein Testspiel gemacht. Und die Sachen lagen für mich ganz schlecht erreichbar. Also das Spielmaterial irgendwie so dahinter. Und deswegen musste ich mich immer so so darüber strecken, um diese Maßstäbe zu holen und so. Und dann habe ich irgendwie so, habe ich mich so darüber gestreckt. Und dann ist das eine Kind, wollte irgendwie eine Figur angucken und hat so irgendwie so unter meinen Armen durchgegriffen. Und ich habe mich irgendwann so, wollte so, oh, weil ich das irgendwie so fast dann so auf den Tisch gedrückt hätte, irgendwie so hoch. Weil das Kind irgendwie mir so weird nah kam an diesem Tisch, weil es diese Figur anfassen wollte. Und dann ist mir so aus Schock, ist mir so ein Röpser rausgerutscht. Und ich war jetzt quasi so im Kopf über der Platte und das Kind war gerade und dann hat die Figur angeguckt. Ne? Und dann war es einfach so. Bäh, bäh. Ja. Und zum Glück ist in dem Moment nicht noch was hochgekommen. Oh, ich hab das Kind einfach angekotzt. Oh, also es gibt wirklich viel Geschichte. Eigentlich müssen wir das wirklich so als. Ja. So ein kleines Video mache. Ich glaube, ich bin ja witzig. Ich erzähle jetzt auch noch kurz eine. Die ist auch nicht gut, um sie zu verfilmen. Das war der Moment in den Sommerferien, wo wir an einem Hobbytisch saßen und halt super viele Stammis da waren, weil Sommerferien und auch so unsere Kiddies. Und dann kam eine Mutter rein, um ihr Kind dann wieder abzuholen. Oh ja. Und dann kam die so rein und kam so an den Tisch und die meinte das auch nicht böse, aber es war super awkward. Kam ich so an den Tisch und war so, ah, hier sitzen also die Nerds. Ja. Und wir sitzen da so, und keine Ahnung, so zwei Zwölfjährige und die anderen alle so Mitte 20. Wir sind so. The fuck. Oder wo die Frau von den Laden gekackt hat. Ach, kein. Frau einfach. Quasi, das ist ja so ein kleiner Baum. So eine Grünfläche. Oder also nicht vor den Laden, sondern halt. Ne, da wo die Parkplätze waren. Ja. Ne? Und da hat einfach eine Frau hingekackt. Am herrlichten Tag. Ja, das. Wir haben so rausgeguckt, wir so. Da sitzt eine Frau am Baum, wie ein Hund. Und die hat da einfach hingekackt. Da, wo wir, an dem Baum haben wir mal grundiert. Ja, aber jetzt haut nicht die ganzen Geschichten raus. Nee, das war nur ein Appetizer. Joachim Deckert fragt, was war eure schlimmste Malerfahrung? Sei es Zeitmangel oder weil es nicht so wurde, wie ihr wolltet? Mein Necron General Grievous, wo ich im Stream einfach einen mentalen Zusammenbruch hatte und geheult habe. Da habe ich auch direkt dran gedacht. Ja, ich musste auch direkt an den General Grievous. Ja, es gibt nichts Schlimmeres in meinem Leben bis jetzt. Und ich werde ihn nochmal machen müssen. Ja. Ja. Was war meine schlimmste Malerfahrung? Boah, wo war ich so richtig sauer? Orks. Also Orks war die schlimmste Erfahrung quasi so general. Ne? Mhm. Aber ich überlege gerade so, wo habe ich irgendwas gemalt? Hast du irgendwas, wo du mega dran gestruggelt hast? Also ich kann mich an eine Sache erinnern, aber die ist halt schon mega lange her. Das war so, war ich so 15, 16. Mhm. Und ich habe Dark Angels bemalt. Und da gab es ja dieses Dark Angels Set, wo die dann alle Kutten hatten. Und da habe ich dann, damals hat mich schon Farbenschichten komplett abgefuckt und damals hatte ich noch nicht so die Connection zu malen. Und habe das hochgeschichtet bis auf Screaming Skull. Jetzt überleg mal so eine ganze Kutte mit Screaming Skull hochschichten. Ne? Absolut anfangen und dann noch mit so weiß noch Kantenakzente versucht zu setzen. Ich wollte mir richtig Mühe geben. Und ich habe ständig plötzlich, warum auch immer, irgendwie so kleine Farbflecken auf dem Modell gehabt. Von anderen Farben. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich habe ich halt nie so drauf geachtet und habe mit meinen Fingern, ne? Aber irgendwie dreckige Finger wahrscheinlich. Und dann war ich irgendwann so sauer, ne? Dann habe ich den so, geil, fertig. Dreh den so um und ist einfach so ein Fingerabdruck drauf. Irgendwie so. So auf der anderen Seite. Und ich war einfach nur so, boah, ich war so sauer. Ich habe die Figur dann einfach so genommen oder einfach so gegen die Tür geworfen, weil ich wollte irgendwie so ein bisschen edgy sein. So, ich wusste so, das ist voll nicht mein,
meinen Charakter sowas zu tun. Aber ich wollte irgendwie edgy sein. Aber ja, da war ich richtig sauer. Das ist jetzt gerade das Einzige, was mir einfällt. Aber ich habe bestimmt noch irgendwo mal irgendwas anderes, wo ich wirklich sauer war beim Malen und sehr frustriert. Aber ja, aber an, so generell auf jeden Fall Orks. Ja, bei mir war es ja Angron, dass ich, also der steht immer noch wie so ein Mahnmal rum und muss irgendwie mal richtig fertig gemalt werden irgendwann. Da habe ich, glaube ich, oft genug drüber geredet schon. Ja. Dann noch, da muss ich einfach nur kurz drauf antworten. Marco Reus hat quasi zu dem Stuttgart-GW-Thema geschrieben, ob es nicht cooler gewesen wäre, wenn man so quasi offen ans Gespräch reingegangen wäre und direkt gesagt hätte, wer ihr seid und was ihr macht, ja, und so weiter. Da sind wir zu awkward für. Ja, da ich sind zu socially awkward für. Ich habe halt auch das Gefühl, dass die Leute dann immer denken, ich gebe dann damit an. Das war auch mein. Also ich glaube auch letzten Endes hat er vollkommen recht. Sollte ja man das. Ja, ne, so hätte ja man das direkt machen sollen. Dann wäre es auch gar nicht. Dann wäre es die Situation ganz anders. Ja. Aber wir sind halt alle auch irgendwie Nerds, die im Keller sitzen und über Warhammer reden. Ja. Und ich bin sehr introvertiert und awkward. Ich hasse es, mit Menschen zu reden. Sebmar fragt, um mal eine Frage für die Kommentare-Show dazulassen, interessiert ihr euch eigentlich für die Black Library-Romane und Kurzgeschichten? Und wenn ja, habt ihr da Favoriten oder Empfehlungen? Oder sagt ihr, dass sowas für euer Hobby eher nicht so wichtig ist? Also ich lese nicht so, also wenn, dann höre ich Hörbücher beim Malen. Ja. So die 40k-Romane sind mir eigentlich alle super egal. Ich finde den 40k-Fluff, der ist irgendwie so ein bisschen zu drüber. Und ein bisschen zu egal von dem, was passiert. Weil irgendwie letzten Endes, irgendwie, es hat keine richtige Progression, sondern es erzählt halt immer nur so eine Geschichte daraus. Deswegen mag ich vom Konzept her die Horus Heresy-Romane mehr. Auch wenn die im Endeffekt auch einfach nur teilweise manchmal einfach so, ja, hier ist eine Geschichte, fertig sind. Aber irgendwie fühlt es sich ein bisschen anders an. Mhm. Wenn ich ein Buch mir aussuchen müsste, was jetzt nicht irgendwie so, liest den ersten Horus Heresy oder die ersten drei, dann wäre das tatsächlich Mechanicus. Ich finde Mechanicum als Thema absolut langweilig. Ich mag es wirklich nicht. So, ich bin auch so von der Optik, bin ich auch so, ja, also ist cool, passt rein, aber ist nicht mein Jam. Deswegen hatte ich eigentlich gar keinen Bock auf das Buch. Aber das ist zu einem meiner absoluten Lieblingsbücher aus der Reihe geworden. Weil es wirklich einfach, es ist super fun. Es gibt richtig tolle Titanenschlacht. Und man erfährt so ein bisschen was, wie dieser Bürgerkrieg auf dem Mars ausbricht. Und das ist voll spannend. Ich habe auch nicht super viel Erfahrung in den Black Library Büchern. Ich habe halt die ersten 5 Heresy Bücher gehört. Und ich habe mal halb den Leman Russ Roman gelesen. Und zumindest von dem, was ich auch von Kundenerzählungen kenne und auch gehört habe, glaube ich, sind halt diese Primarchenbücher, also es gibt ja Fulgrim, es gibt ja Leman Russ, dass die halt echt geil sind, nochmal so als Zeitding von der Main-Heresy-Reihe, aber halt auch so Age of Sigmar-Romane oder 40k-Romane. Ich habe eh nur bei den 40k-Romanen gehört, dass da irgendwie die Chronologie irgendwie richtig fucked up ist. Und nee, das ist bei Heresy auch. Ja, aber halt auch gerade bei den 40k-Romanen, wenn du irgendwie gerade gucken willst, was aktuell in der 40k-Lore passiert. Es ist einfach die generell die Lore halt. Also dass quasi Indomitus vor Dings ist. Dark Crusade? Oder Dark Imperium. Dark Imperium, genau. Aber die Romane sind halt, das sind halt einfach quasi einzelne Romane. So, also die haben jetzt, gibt zwar Reihen so, aber es gibt jetzt nicht irgendwie, wie bei der Heresy, so eine Chronologie. Ja. Hab ich nicht. Aber die meiste aktuelle Lore ist ja eher dann zum Beispiel in den Arcs of Omen Büchern halt. Also, ja, aber das sind ja nicht Black Diary Bücher. Romane, ja. Eben. Und die sind geschrieben wie so Geschichtsbücher. Ja. Und das mag ich überhaupt nicht. Ja. Also ich finde das Thema schon irgendwie cool. Ich glaube, ich würde da voll reindiven, wenn ich irgendwie Zeit hätte dafür. Hm. Aber irgendwie ist es dann so, na, ich könnte jetzt halt auch malen, wenn ich halt Zeit habe. Und aber deswegen Hörbücher. Ja, aber ich bin bei Hörbüchern ultra picky. Und ich kann mir, ich auf Englisch Hörbücher kann ich beim Malen nicht hören, weil ich da zu sehr abdrifte. Mhm. Weil so, ich verstehe zwar super Englisch und ich kann auch Bücher auf Englisch lesen und Serien auf Englisch gucken und so, aber irgendwie komme ich bei Hörbüchern auf Englisch nicht so ist, gut. Ist bei mir auch recht. So. Ja. Das ist einfach so, weil irgendwann wird das quasi so zerfließt das in meinem Gehirn. Und gerade wenn ich dann nebenbei male, dann setze ich ja eher 80% meiner Konzentration auf das Malen und 20% auf das Hören. Und dann kann ich quasi so, dann muss ich praktisch immer switchen zu von
konzentriert zuhören, konzentriert malen und das ist einfach, das macht keinen Spaß. Ja, weil das halt auch so ja so geschwurbeltes Englisch ist, so ja richtig verfasst, richtig Sätze etc., weil zum Beispiel Critical Role ist für mich halt überhaupt kein Problem, nebenbei zu hören, weil das halt simpel ist, das nichts Ausgeschriebenes ist. Genau, aber wenn da irgendwie so eine ganz, ganz detaillierte Beschreibung von irgendeinem gerade im Warhammer-Universum. Und ich kann mir auf Deutsch eigentlich nur Tom Jacobs mit den Heresy-Büchern anhören, der macht das halt wirklich richtig gut. Ja. Aber ich habe mal andere Hörbücher auf Deutsch bei Warhammer reingehört und das ist einfach nicht so eine geile Produktion. Das ist einfach so, halt so, ja, nicht so gute Sprecher und irgendwie alles so ein bisschen mehr. Und ich bin generell sehr picky bei Hörbuchsprechern irgendwie. Und deswegen, ich lese auch lieber selber eigentlich, weil mir ein Hörbuch auch oft das Pacing zu langsam ist irgendwie. Aber ich hätte da schon nochmal Bock drauf irgendwie. Ich muss mir das mal angucken, weil ich finde es irgendwie auch cool. Also ich glaube, wenn man into it ist, dann macht das auch richtig Spaß. Ich glaube, dann ist man wirklich so, dann freut man sich total, wenn man auf Warhammer Community dann zu dieser Black Library Release Sache kommt. Ich habe auf jeden Fall also an Empfehlungen eigentlich fast alles, was Aaron Damsky Bowden schreibt. Der ist wirklich für mich mein Favorite Warhammer Autor. Der hat die Nightlords Trilogie geschrieben, die ist richtig geil. Der hat ja auch hier First Heretic, das war auch insane, ja. Der hat jetzt diese beiden neuen Black Legion Bücher geschrieben, die sind auch ziemlich cool. Da habe ich das erste gelesen, das zweite bin ich noch nicht durch. Das liegt schon eine Weile rum. Ja. Aber es ist trotzdem sehr cool. Und der hat bei der Heresy auch mitgeschrieben. Und der hat halt diese Worldbearers, World Eaters Trilogie quasi da. Also First Heretic und dann kommen ja noch zwei weitere, ne? Genau, First Heretic, No 4 ist, glaube ich, das mittlere. Mhm. Und dann Betrayer ist das letzte. Ich habe nur Betrayer davon gehört. Aber ich wollte mal die anderen auch mal anhören. Aber Betrayer ist richtig geil. Betrayer ist immer Peak Warhammer, Peak Angron, Peak World Eaters. Ich muss auch mal die anderen beiden davon hören. Aber das mache ich irgendwann mal. Ja. Ich wollte, ihr hat ja eigentlich das utopische Ziel, alle Heresy-Bücher hören, in chronologischer Reihenfolge nach dem Release. Mhm. Ja. Und so, ich glaube, ich bin irgendwie bei Buch 17 oder 18 oder sowas, bin ich jetzt dann stehen geblieben. Das ist erstaunlich. Aber das ist schon viel eigentlich, ich habe es nur bis Fulgrim geschafft und das ist, glaube ich, 5. Also, bin ich schon ein bisschen stolz, ne? Danny A. Quarrel fragt, Frage an euch, was habt ihr gelernt, studiert, bevor ihr euch selbstständig gemacht habt? Also, ich habe Lehramt studiert. Bin da aber noch nicht ganz durch. Ich habe das Ganze dann, also ich hatte dann die Wahl zwischen, ich mach's jetzt fertig und ich probiere es mit Paintomancy. Und deswegen habe ich dann gesagt, für mich, wenn ich den Sprung nicht wage, werde ich es mein ganzes Leben bereuen, dass ich das nicht gemacht habe. Ich werde mit, keine Ahnung, wenn ich dann irgendwann als alter Mann in meinem Sterbebett liege und irgendwie 60 Jahre Lehramt gemacht habe oder sowas, werde ich dann zurückdenken und mir denken, wie hätte mein Leben sonst aussehen können? Und deswegen habe ich da erstmal gerade eine Pause eingelegt, habe gesagt, ich mache Vollzeit Paintomancy. Und sollte Paintomancy nicht klappen, kann ich halt das mache ich halt das Studium fertig, was jetzt auch nicht mehr so viel ist. Also das ist dann nicht mehr so, dass ich dann voll im Arsch bin oder so. Aber ich man muss auch mutig sein. Ja. So. Ich habe Abi gemacht und dann eigentlich direkt schon bei GW angefangen. Erst Teilzeit und nach einem halben Jahr war ich direkt Ladenleiterin und dann war ich da 2 Jahre Ladenleiterin. Da habe ich ein Jahr Pause gemacht von allem und in der Zeit überlegt, was ich machen will. Und da kam halt dann schon direkt die Idee so mit Malservice und YouTube auf und deswegen bin ich halt direkt so. Eigentlich war so Abi, Hobby. Ich habe eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht. Mediengestalter Bild und Ton. Deswegen haben wir den überhaupt rangeholt. Ja. Weil wir uns sagt, der kann das ja. Dann von The Philo. Ich fand den Teil mit den Turnierfiguren und wie diese gebaut werden dürfen sehr spannend. Gilt das auch für Farben oder kann man die Minis so bemalen, wie man will und dann eine Unterfraktion spielen, auf die man gerade Bock hat? Welche Regeln gibt es da und wo kann ich die finden? Also generell, es ist nicht so super streng. Also anmalen kannst du die Figuren generell, wie du willst eigentlich. Ja. Gerade wenn man halt, also wenn man zum Beispiel sagt, boah, ich will jetzt Space Marine spielen, aber ich will mir offen halten, Black Templar, Blood Angels, Ultramarines, bla bla bla, alles zu spielen, dann würde ich einfach empfehlen,
mach einfach ein eigenes Farbschema. Ja. Oder bau zum Beispiel, wenn du jetzt halt Ultramarine spielst und du willst aber irgendwie andere Charakter spielen, dann bau die irgendwie als Ultramarines-Charaktere um. Weil ich meine, du kannst es trotzdem machen, aber es wirkt so ein bisschen weird auf Turnieren, wenn man jetzt so quasi Ultramarines hat und dann spielt man aber eigentlich Raven Guard, dann hat man so einen Shrike dabei, der dann irgendwie. Aber man kann ja den auch einfach irgendwie anders anmalen, so ein bisschen andere Bits geben oder so. Ja. Es gibt ja jetzt keinen festen Guide, das ist von Turnier zu Turnier unterschiedlich. Generell sollte man halt so ein bisschen darauf achten, dass alles ein bisschen einheitlich ist und halt so quasi so ein bisschen auf WYSIWYG achten, dass man jetzt nicht einfach random irgendwelche Waffen ranklebt, sondern vielleicht einfach einheitlich, dass man, weil zum Beispiel jetzt in Kassel am Wochenende war es auch so Proxys waren erlaubt, wenn zum Beispiel alles einheitlich war. Ja. Also so zum Beispiel, wie jetzt bei Genies Kosuris Jetbikes, die hat die mit Boltern gebaut, will aber Servo-Launcher spielen, will aber auf allem Servo-Launcher spielen, dann kannst du halt einfach sagen, da konntest du einfach sagen, hey, ich habe halt nur Bolter, ist es okay, wenn ich alles als Servo-Launcher spiele? Ja. Und sowas geht halt, deswegen ist so ein bisschen, muss man immer ein bisschen gucken, aber generell bei Farben gibt es ja jetzt nicht wirklich eine Einschränkung. Und grundsätzlich kann man auch sagen, jetzt mit dem neuen Space Marine Codex sind auch nochmal eigene Farbschemen attraktiver, weil es ja neben den großen Space Marine Ordens im Codex ja keine Unterfraktionen mehr gibt. Also es gibt ja nicht mehr eine Salamander-Regel oder eine Ravenguard-Regel, es gibt ja nur noch die Detachments, ja, die aber nicht mehr spezifiziert sind. Man kann zwar vom Flavor her so circa zuordnen, was sein soll, aber daher ist es noch attraktiver, einfach sagen zu können, hey, ich mache irgendeinen Space Marine Orden und kann dann Detachment spielen, wie ich Bock habe. Ja. Von Torwald Grummler: Wird René jetzt auch einen Space Marine mit einem Nudelholz als Nahkampfwaffe umbauen? Wäre eigentlich witzig. Als irgendwie so ein. Ah, vielleicht kann ich so einem Watcher. So einem Watcher so ein Nudelholz geben. Und dann steht der da so daneben und dann kann ich den ja zünden. Dann habe ich ein 4 plus 4 No Pain gegen Psychic Attacks. Das heißt, wenn dann irgendwie dann so ein böser Skriptor kommt, so ein Thousand-Suns-Hexer und irgendwelche Dämonengeister auf die wirft, dann kommt der kleine Watcher mit dem Küchenholz. Es wäre eigentlich noch witziger, wenn du ihm dann einen Aluhut gibst, weil dann setzt der quasi, der Watcher setzt dann dem Marine den Aluhut auf, um ihn vor dem Psychic Damage zu schützen. Aber ich kann mal gucken, ob es irgendwie vielleicht so einen witzigen Marine, so, es gibt ja auch diesen einen Space Marine, der so Mikito Miniatures oder so, hat den gebaut, dass der so eine Pizzaschaufel quasi hat. Ah ja. So. Du könntest einen ganzen Command Squad machen. Ja. Als Pizzabäcker. Ja. Das wäre sehr witzig. Das wäre wirklich witzig. Und es gibt ja auch bei Dark Angels, gibt es doch auch dieses Meme mit dem Angeli Oscuri. Müsst ihr mal suchen. Und dann kommt diese Italien-Musik, ja, ne? Ja. Und so, wie sie so durcheinander rufen, dann haben die alle halt so diese Mützen auf. Ja. Und dann musst du sie unverhältnismäßig gut bemalen. Aber also richtig gut. Ah, das wäre wirklich witzig. Einfach so der Dark Angels Command Squad, einfach so fünf Pizzabäcker-Typen. Ja. Geil. Vielleicht passiert das. Aber nicht jetzt, aber vielleicht, wenn ich so quasi durch bin mit Dark Angels, ja, und ich so Zeit habe, um zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Ich habe hier noch zwei Fragen. Wir schaffen nicht alle Fragen heute in der Zeit. Ja. Aber es ist ja auch nicht der Kommentare-Kommentier-Podcast. Ja, genau. Ne? Sondern, falls euer Kommentar jetzt nicht dabei war, schreibt es einfach nochmal. Vielleicht ist das nächste Mal dabei. Ja. Und dann das nächste Mal schreibt es einfach nochmal. Nimm noch so oder so ändert zwei geile. Oder ändert auch einen YouTube-Namen, damit der noch, dass der noch witziger ist, weil dann habt ihr eine höhere Chance, dass Ruben euch nimmt. Was? YouTube-Namen ändern? Ja. Ach, das ist ja. wo ist es jetzt? Vielleicht so kurze Fragen. Ich kann zwei zusammenfassen, weil haben wir direkt zwei Leute mit einer Klappe. Halbarox und Oherion. Halbarox hat gefragt, welche Armee würdet ihr niemals starten? Und Oherion hat gefragt, gibt es eigentlich irgendwelche Miniaturen, von denen ihr von vornherein sagt, dass ihr die niemals bemalen würdet? Also welche Armee würde ich niemals... Ich glaube, es gibt keine Armee, die ich niemals starten würde. So, also selbst Guard, wo ich nicht so... Ich stehe nicht so sehr auf quasi normal Guard. Aber Kriegsmann finde ich cool. Also wenn ich zum Beispiel... Ich würde auch eine komplette Kriegsmann-Armee dann spielen. Müsste ich halt ein bisschen mehr umbauen und so. Aber deswegen, ich glaube, es gibt wirklich, ich würde alles spielen. Ich würde vielleicht keine
wenn man es jetzt ausweitet auf AOS, irgendwie so Fire Slayer oder so, würde ich vielleicht nicht machen wollen, hätte ich nicht so Bock drauf. Aber da bin ich eigentlich sehr leicht für alles zu begeistern. Was war der zweite Teil? Gibt es Modelle, die du nicht bemalen würdest? Modelle? Diese widerlich sexualisierten, keine Ahnung, ich weiß nicht, von welchem Hersteller das zum Beispiel ist, aber es gibt so Necrons mit Brüsten. Heroes gibt's auf ja, jeden so. Irgendwie ja, sowas, manche sind ne? auch von Wargame Exclusive. Ja, ja genau, stimmt. Wargame ja, Exclusive. Ja, genau. Diese, also auf jeden Fall diese widerlich sexualisierten Wargame Exclusive-Geschichten und alles, was quasi in diesen Rahmen geht von ich habe eine Celestine und die hatte ihre Rüstung, aber die Batongas hängen da raus ja. und sowas. Oder auch so Rependias, die da komplett nackig rumrennen. Mhm. Oder wie Genie gesagt hat, Necrons, die einfach irgendwie so Metallbrüste haben und so. Ja. Finde ich einfach absolut bleh. Ich finde, das ist auch irgendwie so ein Ding, gerade wenn man halt damit irgendwie auf ein Event geht, das ist irgendwie so, lass es doch einfach zu Hause. Ich finde es halt unangenehm. Deine Tintenfiguren da ja. irgendwie hinstellen, weil es ist so, selbst wenn es nur für eine Person auf dem Turnier unangenehm ist, dann ist es für eine Person auf dem Turnier unangenehm. Und ja. dann ist es so, halt so übergriffig, einen damit so zu konfrontieren irgendwie. Und gerade halt auch so... wenn in den nächsten Jahren Warhammer noch ein bisschen mehr casual wird und vielleicht auch mehr Frauen auf Turniere kommen, ist es halt auch so, ja. Es, aber so, es muss doch auch super unangenehm sein. Sagen wir mal, du hast das jetzt so als Armee, ne? Stellst ja. das da so hin und dann hast du halt eine, dann hast du eine weibliche Mitspielerin. Ja. So, und du bist da so quasi der Typ, der da sich aktiv ja dazu entschieden hat, ich möchte alle meine Figuren mit, ja. mit Brüsten darstellen. Ja. Ne? So, ich habe bis jetzt ein einziges Modell gesehen, das alternativ mit Brüsten modelliert wurde. Das hatte mir die Jojo gezeigt, was ich dann tatsächlich cool fand, aber auch, weil quasi nicht das Augenmerk auf den Brüsten lag, sondern sie waren halt einfach nur leicht angedeutet, weil das war quasi ein Female Body Void Dragon für die Necrons. Und der sah ganz cool aus, aber halt auch, weil er nicht so mega Batongas hatte. Aber das ist hatte. Ja dann auch was anderes. Ja. Also, genau, das ist dann nicht einfach ja nur... Es geht jetzt wirklich um diese genau. Softporn-Figuren. So, ja, ne? nee, das ist halt... Also so, weiß ich auch so, ich hätte nach Tau-STLs gegoogelt, weil ich wegen Aon Varnos hin und her irgendwie geguckt habe, das könnte ich irgendwie noch vielleicht als Ethereal Guards nehmen oder so. Und da gab es auch einfach so ein Tau-Ethereal, wo so eine nackte Frau auf so einer Drohne sitzt und halt so riesige Brüste hat und quasi nur so die aus dem Anzug so raus... gucken. Ja. Und ich war so... Warum, ne? Ja, so, keine Ahnung, so macht es im Internet so, keine Ahnung, es gibt ja auch, also, irgendwie so Rule 34, Subreddits oder irgendwelchen Kram. Lass es doch da drin. Ja. Also konfrontiert niemanden außerhalb davon damit. Ja. Macht es in dem geschlossenen Bereich, wo man vorher gefragt wird, hey, das ist 18 plus und, willst du dir das wirklich angucken? So. Nicht irgendwie ja. die Figuren irgendwohin mitbringen oder irgendwie auf YouTube bemalen oder so. Ja. Also ich finde, da ist halt aber auch nochmal wichtig, halt der Unterschied zwischen solchen Figuren und Figuren, die halt ästhetisch ja, ne? ja genau, so es gibt also, ästhetische Schöne. Also jetzt Beispiel, ich glaube von Lost Kingdom Managers oder so. Mhm. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Gibt's aber so eine, sieht eher aus wie Mini-Diorama, so eine Damsel of the Lake oder sowas. Ja. Und die ist nackig. Ja. Und die liegt quasi auf einem Einhorn drauf oder so. Ach, das, für die Bretonen. Ja, genau. Ja, das ist aber das halt ist, wirklich einfach ästhetisch. Und genau, ja. aber das ist ja dann auch, also ich finde, da muss man halt so diesen den Unterschied sehen, weil das ist halt einfach so wie Aktmalen, ja. sag ich jetzt mal, ne? Ja. So, weil das ist dann wieder, weil das halt nicht einfach nur, hey, hier hast du die Repentia, aber die geilen Dinger hängen da raus ja. und viel Spaß damit sondern ne, das ist ja irgendwie wieder der Fokus ist halt da genau, ganz anders. Genau, also es ist halt ein ganz anderes Gefühl, wenn ich das angucke, wie wenn ich dann halt die Wargame Exclusive Sachen angucke. Guckst du? Ja, ich habe jetzt immer bei Wargame Exclusive, es ist einfach so, also ja. ist einfach so ein Long Strike, der halt, wo einfach so der so quasi so den Arsch rausstreckt aus dem Devilfish oben raus. Und so die Brüste runterhängen lässt und so. Und es ist alles so auch so völlig überproportioniert und sieht einfach aus wie so ein wie so eine Aufblaspuppe, so, ne? Ach, ja. Und auch so, das ist einfach nicht. Nee. Nee. Ja. Also ich weiß halt, dass die Grenze zwischen quasi ästhetisch und
ekliger Softporn. Genau. Ist halt total schwierig zu ziehen. Ja, muss halt jeder selber. Du könntest halt auch argumentieren, wenn du da aber deine nackige Damsel of the Lake spielst, warum ist das in Ordnung? Die gibt's doch auch in angezogen oder so, ne? Ja, es verschwimmt natürlich ein bisschen, aber ich finde gerade jetzt bei diesen Wargames Exclusive Sachen und Raging Heroes Sachen, das ist schon sehr also ins Gesicht so, ja, ne? Ja. Deswegen, da soll, also ich glaube, dass das kann man ganz gut beurteilen, was jetzt passt und was nicht, ja, ne? Ja. Oder wenn es halt auch sowas ist wie, ne, ist einfach Celestine, die hat Rüstung an, die Titten hängen aus der Rüstung raus, so. Ja. Also so. Ne? Warum? Ja. Da sind wichtige Organe hinter. Das solltest du schützen. Einfach so freigelegt ist quasi, nur ja, so, wir haben jetzt das freigelegt. Ja. Ja, nee, genau, ne, also das ist halt. Aber ja, ich finde das voll spannend. Ich bin ja gespannt, was da für Kommentare zu kommen zu dem Thema. Ja. 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 Weil es gibt auch bestimmt den einen oder anderen, der Verfechter davon ist. Mhm. Und ich würde einfach, mich würde auch da die ehrliche Meinung interessieren. Weil das Ding ist, wir drei haben halt da so diese eine Perspektive drauf. Ja. Und ich würde eigentlich gerne wissen, vielleicht von jemandem, der das wirklich, der es mag, warum? Warum er es mag. Ja, aber. Ich kann mir halt aber selber ehrlich, keine. Ja. Sag auch, nee, ich mag einfach die Boba. Dann ja, schreib einfach bitte, ich mag halt die Boba. Sei da schreib ehrlich. Alle, ich mag die Boba. Wir reden von Bubble Tea hier an unsere Family Friendly. Hier, guck mal, der Leckran sich auf den Rücken legt. Ja, oh. Ja. Okay. Dann guckt er sich auch die. Der ist auch so. Ah, die Magic Heroes, der ist die. Der Kütze. Ja. Ich will mit dem Ghost Disintegrator abschließen. Amedisch. Exploding Sixes. Armee, die ich niemals spielen würde. Also ich habe eigentlich immer gesagt, ich würde nie Astra Militarum spielen. Bei AOS würde ich niemals Gaben machen, aber das ist persönlicher Hate. Bei 40k war es eigentlich immer Astra Militarum, weil mir das einfach zu nah an Realismus ist und ich mag halt Sci-Fi, Aliens, Pew-Pew, aber ich finde so Panzermenschen, das ist mir irgendwie zu real. Es gibt eine Option, in der ich Die ist jetzt sogar real. Ja, das die ist jetzt Realität ja geworden. Es gibt eine Option, wie ich tatsächlich eine Astra Militarum Armee machen würde, und zwar mit diesen Upgrade-Bits, dass alle Gardisten Neko-Girls sind. Also das sind Köpfe Cat mit Boys und ja, Cat Boys und Cat-Girls. Und wenn ihr euch jetzt als Serious Warhammer-Spieler offended fühlen würdet, wisst ihr, wie ich mich fühle, wenn jemand mir eine Titten-Sororita-Armee entgegenstellt? Vielleicht mal so als Waage. Boah, das musst du eigentlich machen. Einfach nur so, wir müssen zumindest so einen Zehner-Trupp. So eine Box. Ja. Da musst du auch in dem so aufs Turnier in so einem Uvo-Cosplay gehen. Oh ja! Du musst kannst du ja so ein. Ach, es wird ja jetzt wieder heiß. Das hätte ich gesagt, kannst du so ein Ducky Makura ist was anderes. Das ist ein Kissen. Ja. Hier diese Pyjamas. Kigurumi. Kannst du so ein Kigurumi ja anziehen? Ja, oder du machst einfach auch ein Catgirl Guard-Cosplay. Ja, vielleicht. Es gibt auch tatsächlich Modelle, die ich nicht anmalen würde, sind zum einen auch diese Übersexualisierten, aber ich persönlich habe auch ein krasses Problem teilweise mit diesen historischen Tabletop-Figuren, vor allem ich hatte schon mal eine Anfrage für ein historisches Tabletop, das wirklich original bemalt werden sollte, mit allen Symboliken, und ich habe diesemjenigen geschrieben, holy shit, das werde ich niemals tun, ich hoffe, dass das niemand anders jeweils für dich tun wird, und ja, das ist für mich halt so eine ganz harte Grenze. Bei dir rum? Ich hasse Orks. Ich hasse Orks. Ich will niemals scheiß Orks spielen. Ich hasse das. Ich hasse die Figuren, dass die alle so Müllautos haben. Ich bin ein Ork und ich charge jetzt rein und mache Advance und charge und irgendeine Scheiße. Ich hasse Orks. Hört auf, Orks zu spielen. Schmeißt eure Orks in den fucking Müll. Das sind hässliche Figuren. Das ist eine scheiß designende Armee. Ist auch nicht witzig. Oh, wenn Orks wieder richtig geil werden, ne, dann werde ich die ganze Zeit so sagen, boah, warum? Guck mal, da gibt's jetzt hier den neuen Squig-Truck-Mann, der einfach, guck mal, sein Oberkörper ist der von einem Squig, aber er hat einen Ork-Kopf und er hat einfach Kettenfüße und er fährt rum und er macht einfach 8 Damage gegen alles. Oh, stell dir mal vor, ein Squig, aber mit Ketten wie ein Panzer an den Seiten statt Beine. So, das und ne, also irgendwie so ein absolut dummes Design und dann ist er komplett broken und du darfst einfach jedes dritte Spiel gegen Orks mit diesem Charaktermodell spielen. Das ist gerade die Zukunft. Ja, das ist die Zukunft, die du gerade manifestiert hast. Da spiel ich nur noch Old World. Nur noch Old World. Da gibt's auch Orks. Da gibt's auch Orks. Fuck.
Aber da, also ich finde, Old World Orcs sind richtig cool. Ja, so Fantasy Orcs sind doch generell angenehmer. Ja, Fantasy Orcs finde ich mehr cool, aber 40k Orcs finde ich, ich hasse 40k Orcs, finde es so dumm alles. So, mag ich nicht. Würde ich niemals anmalen. Du müsstest mal dieses Videospiel spielen hier, wie hieß das mit dem, diesem Comic-Stil Blood mit den Orcs. Ja. Das war witzig. Das würde dir vom Spielprinzip her bestimmt gefallen, aber es sind Orcs. Aber ich muss ja Orcs spielen dann. Ja. Ja. Eigentlich wären Orks, also Orks von den Regeln, glaube ich, würden wir auch. Ich glaube, die würden dir auch eigentlich voll Spaß machen. Ja. Aber ich hasse einfach Orks. So, besonders weil die halt auch einfach so den eingebauten Luck-Faktor quasi haben und sowas. Und dass du einfach so, wenn das klappt, dann gewinnt man einfach. Ja, so. Einfach so rein Schaden. Ja. Das mag ich eigentlich. Und einfach besonders, wo du dann wirklich den Go-Turn als Regel hast, ne? Nicht als Taktik, sondern als Regel. Ich will das meine Armee. Ja. Aber ich mag halt, ich hasse halt Orks. Du kannst ja die Orks. Oh, ich habe eine Idee. Du nimmst einfach ganz viele Necrons und baust aus den Necrons baust du dann Orks. Also ich habe eigentlich eine actually Idee. Du könntest die ganzen Fantasy Ork Modelle nehmen und irgendwie so einen Ork Clan machen, der noch so super im Mittelalter ist und irgendwie die Technologie verpasst hat und dann hast du halt und baust dir dann so coole Streitwegen und Belagerungsmaschinen aus. Nein, das hasse ich doch schon wieder. Das hasse ich doch. Ich hasse diese Ork Umbauten und ich hasse Orks und diese Gesichter. Und sie so, warum sind sie so dumm, hässlich? So dumm stehen, dass sie ihren Arsch so rausstrecken. Das tun die Neuen ja nicht mehr. Das ist ja das alte. Das Hohlkreuz der Orks ist ein altes Ork. Ja. Aber ich find ja die Fantasy Orks nur mehr okay. Die kann tolerierst ich akzeptieren, du. So. Aber ich würde die auch niemals selber machen. Aber was ist deine Einstellung zu Squigs? Wäre ja auch scheiße. Ach, fick dich doch. Squigs muss man mögen. Nee, sag mal so Bälle. Squigs sind toll. Das geht wirklich nicht zu weit. Ja, das ist halt stopp. Du kannst nicht sagen, dass du Squigs doof findest. Das finde ich doof. Nee. Jetzt ist Schluss. Nee. Fatal Mercy bricht jetzt hier ab. Ja. Das haben wir uns aufgelöst. Ich gehe wieder studieren. Tschüss. Was mache ich? Vom Baum kacken, vom Gewehr. Sind wir durch? Ja, ich habe eigentlich voll Hunger, ne? Ich auch Hunger. Ja. Ich muss jetzt erstmal kochen. Ja, ja, dann würde ich sagen, hauen wir ab. Wir müssen ja noch Danke sagen. Ja. Ja, ja, aber ich meine jetzt so. Ja. Ja. Dankeschön. Okay. Dankeschön. An Games Island. Ich habe den Marco getroffen am Wochenende. Liebe Grüße. Mhm. Der hat auch gespielt in Kassel. Geiler. Und vielen Dank. Da könnt ihr mal in der Videobeschreibung vorbeigucken. Da gibt es Affiliate-Links, wenn ihr auch Warhammer-Figuren kaufen wollt. Aber kauft euch bitte keine Orks. Und außerdem vielen Dank an alle unsere Patreons, ohne die wir diesen Podcast hier gar nicht machen könnten und auch den Rest vom YouTube-Kanal nicht machen könnten. Und insbesondere ein fettes Dankeschön geht raus an unsere Paintmancer und Paint Warlocks. Und zwar Agentum, Daniel, Fenrir, Frederik, Gondor, Jan, Pingotobi, Kurugawa, Sebbe, Rayback, Alexander, Astaroth. Rappen wir die jetzt? Dennis, Dominik, Frampeter, Freckel, Guanomaster, Hoppy, Yasi, Cornfleck, Lord Cidius, Lissander, Manu. Markus, Matthias, Michael, Mikael, Mitch, Nagashun, Nörgel, Pankala, Renfurz, der Große, Robi, Roman, Sijin und Tuhota. Du hast nicht mitgemacht. Du warst nicht so im Flow. Ich habe ja beim letzten Mal versucht zu Poker-Rappen, aber es funktioniert nicht. Falls du es kostenlos unterstützen wollt, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr viele Links von unseren Partnern Games Island und PickUpPro. Und wusstet ihr, dass man als Patron oder als Twitch-Sub auch noch extra geile Rabattcodes kriegt für die Shops? Dick reinsparen. Günstigstes Warhammer, wo gibt? Billiger. Oh, das ist für dich eklig. Das ist wirklich eklig. Sowas machst du nie wieder, bitte. Ah, genau. Weil Leute haben sich noch mehr Sandwich-ASMR gewünscht. Machen wir nächstes Mal wieder. Ich habe jetzt nichts gehabt. Ich habe nichts krass gegessen. Das stimmt. Ja, wir haben alle noch nichts gegessen. Wir essen geilen, jetzt erst. Riesigen, aber auch jetzt die letzten Tage. Die geilen riesigen Obwohl, die Königsberger Klopse, die waren gut im Hotel. Oh, mach ich nächstes Mal. Ich bin ja nächste Woche nicht auf dem Turnier. Dann kann ich von den Königsberger Klopse erzählen. Ja. Geil. Ja, tschüss. Tschüss.